Victoria. Wir haben das Thema Liebe. Da wir Mädchen in letzter Zeit sehr viel Liebeskummer haben, wollten wir gerne wissen, wie die Jungs zu solchen Sachen ticken. Darum haben wir eine Umfrage in der Elbsitzung und auf der Straße gemacht. Wann hattest du deinen ersten Liebeskummer? Vor etwa 2 Jahren. Oh Gott, ich glaube in der Grundschule. Ich weiß aber nicht genau wann. Eigentlich noch gar nicht. Gar nicht. Vor 6 Jahren. Wenn wir Mädchen Liebeskummer haben, dann essen wir Schokolade, heulen uns aus, reden mit unseren Freundinnen. Ja, jetzt wollen wir mal hören, was die Jungs machen. Was machst du, wenn du Liebeskummer hast? Die Person suchen. Schlafen, fertig gucken und Fußball spielen. Ich bin damals sehr oft auf den Boy gegangen und hab gewartet und gewartet bis zum Schluss, bis diese Person kam, aber sie kam nicht. Oh Gott. Ja, ich weiß gar nicht so richtig. Ja, ich habe 2 beste Freundinnen. Also wir sind nur so wie Freunde, ja, und die helfen mir immer so ein bisschen so, ja, ja, mit denen kann man reden. Und wie zeigt man seine Gefühle, wenn er ein Mädchen liebt? Indem ich mit ihr unterwegs bin. Weiß ich nicht. Durch witzig sein, Offenheit, spielen und sonst noch andere Sachen. Weiß ich nicht. Unterschiedlich, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich bin äußerst schüchtern zu Mädchen und ja, das erklärt doch schon alles. Da benehme ich mich immer komisch. Jetzt kommt die schwere Frage. Was ist Liebe für dich? Wenn einem ein Mädchen gefällt und das einem auch gefällt. Liebe ist für mich, wenn man jemanden ganz doll mag und mit dem sehr oft zusammen rumhängt. Wenn man jemanden liebt und einen auch liebt und man dann zusammen sein kann. Okay. Ui, Liebe ist für mich, wenn man einen Mensch, nein, ja, von ganzem Herzen, glaube ich, irgendwie so mag und auch liebt. Ja, es ist schwer zu beschreiben. Ich würde sagen, wenn man vom Herzen sagt, dass man den mag, dann ist es Liebe. Also richtig doll mag. Kann es vielleicht Liebe sein. Noch ein Tipp an euch Mädchen und Jungs. Ihr sollt euch auf jeden Fall mit euren Freund oder Freundinnen unterhalten. Oder euch ablenken mit zum Beispiel Shoppen, Fußball und so weiter. Und das Leben geht weiter, genieße es. Und hier noch ein kleines Gedicht. Lieber Herr, ich bin so leer. Ich kann nicht mehr, ich liebe ihn so sehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mein Herz schmerzt ganz doll. Mensch, ich vermisse dich, doch du mich nicht. Du hast mein Herz gestohlen. Wie kann ich es mir wiederholen? Das war ein Beitrag von Victoria und Nina. Viel Spaß noch. Tschüss. Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus.